Das nächste wäre jetzt so ein Skelett einzufügen, damit mein Pinguin auch mit seinen Flügeln wackeln kann. Und dann sieht er natürlich noch im Moment grün aus, obwohl ich ja das Grün jetzt gerade wieder zurückgängig mache. Genau, habe ich das Grün wieder verändert. Ich möchte natürlich nicht, dass der grün aussieht, sondern ich möchte ganz feinteilig den Bauch weiß malen und den Schnabel gelb malen. Die Bildtextur zuzuweisen, das wird dann zum Schluss noch eine Arbeit sein. Und ganz zum Schluss möchte ich, wenn es geht, das noch animieren. Ich würde es genau andersrum aufdröseln, damit wir nach hinten raus ein bisschen optional sind. Erst das Skelett einbauen, dann die Animation anlegen, dass der also wirklich die Kamera schon ein bisschen um den Pinguin fährt. Und wenn dann noch Zeit ist, machen wir die Bildtextur noch auf die Oberfläche drauf. So, jetzt schalte ich wieder in eine ordentliche Ansicht von vorn. Also bei mir ist das hier die 1. Ich habe gleich so konstruiert, dass ich also wirklich mit der Frontansicht auf mein Objekt drauf schaue. Also geometrisch erstmal genau zu konstruieren, ist eine gute Idee. Ich habe zwar viele Freiheitsgrade im Blender, ich kann auch kreuz und quer konstruieren, aber gerade für Animationsmathematik, also für die Transformationen, die da passieren, ist es immer gut, wenn die Konstruktionsgeometrie wirklich sehr sauber ist. So, jetzt möchte ich mir in meinen Pinguin ein Skelett einfügen. Auch das Skelett erscheint an der Stelle des Cursors. Also wenn ich jetzt den Cursor hier hinsetzen würde und das Skelett in die Szene bringe, dann ist es dort oben positioniert. Ich möchte es aber gleich in den Pinguin packen. Und jetzt kann ich, weil der Pinguin noch schön in der Mitte der Welt steht, einfach Shift und C drücken. Das war ja diese Center-Funktion, Gesundheit. Oder wenn mein Pinguin woanders stehen sollte, dann könnte ich dieses kleine Mittelpunkt-Symbol hier, also das definiert den mathematischen Mittelpunkt meines Pinguin-Objektes, könnte ich benutzen, um den Cursor dorthin zu verfrachten. Dazu benutze ich ein sehr brauchbares Hilfsmenü, das ist das Snap-Menü. Shift und S bringt mir das Snap-Menü hervor. Shift S und jetzt habe ich hier die Funktion Cursor to Center. Genau. Und dann schnipst mein Cursor zum Center. In dem Fall ist es dasselbe wie die 3D-Mitte, also die Weltmitte. So, und an der Stelle soll jetzt mein erster Knochen der Skelettarmatur erscheinen. Den füge ich mir genauso ein wie alle anderen Elemente mit dem Add-Menü. Shift A Add und in dem Fall wähle ich mir Armature Single Bone. Armature Single Bone fügt an der Stelle jetzt einen Knochen ein. Blöderweise sehe ich den nicht, weil der ja im Körper des Pinguins drin ist. Deswegen gibt es für die Armatures in den Armature-Einstellungen hier drüben in diesem Panel die schöne Funktion X-Ray. Da. In dem Display-Bereich gibt es Röntgenstrahlen. Also ich kann sozusagen meinen Knochen immer sehen, auch wenn der durch die Oberfläche verborgen sein sollte. Das ist gerade für die Positionierung und Animation erstmal eine schöne Erleichterung. Später kann ich das ja auch wieder deaktivieren, wenn ich nicht mehr an der Armature arbeite. So, ich bin also in der Frontalansicht, habe einen Knochen eingefügt mit Shift-A Armature Single Bone, schalte auf X-Ray. Und jetzt muss ich den Knochen noch ein bisschen variieren. Und zwar so, dass hier die Arme davon abgehen. Also ich werde noch ein bisschen nach unten setzen, werde dann die Arme davon abzweigen lassen. Und natürlich der Kopf soll auch animiert werden. So. Ich schiebe am besten gleich mal mit G und Z ein Stück weit nach unten. Theoretisch kann man den auch ein Stückchen rausgucken lassen. Das ist immer sehr brauchbar, damit man feste Markierungspunkte hat. Und dann wechsle ich in den Edit-Mode für den Knochen. Auch der hat einen Editiermodus, mit dem ich die einzelnen Enden, also die Wurzel, Root, und die Spitze, Tip des Knochens aktivieren kann. Edit-Mode. Damit konstruiere ich. So, ich schiebe jetzt also mit G und Z die Spitze ein Stückchen weiter nach oben. Und dann trage ich das Ganze zur Seite hinaus mit E für Extrudieren. Also wie bei der Geometrie des Körpers kann ich auch mit E für Extrudieren die Knochen austragen. Das gleiche kann ich auch zur anderen Seite machen. E, Extrudieren, E, Extrudieren. Wenn ich mir das Ganze sparen will und gleich symmetrisch arbeiten will, dann kann ich auch die Funktion X-Axis Mirror aktivieren. Im Toolshelf wieder. Solange ein Knochen aktiviert ist, gibt es hier X-Axis Mirror. Ich kann es aber auch per Hand machen. Markieren und dann nicht E, sondern Shift-E. Und dann wird aus beiden Seiten rausgezogen, also symmetrisch. So geht es schneller.
Und jetzt brauche ich nur noch E zu drücken. Also das erste Mal drücke ich Shift E, beim nächsten Mal drücke ich nur noch E und damit wird die Armature ausgetragen. So, jetzt deaktiviere ich das Fixaxis Mirror wieder, weil jetzt möchte ich ja nach oben extrudieren. Einmal und zweimal reicht mir. Und jetzt gehe ich wieder in den Object Mode. Also das ist jetzt mein fertiges Skelett, das sitzt in meinem Pinguin drin. Und jetzt möchte ich den Pinguin und das Skelett miteinander verbinden. Ich markiere mir also beide und wieder in der Reihenfolge zuerst das zu konvertierende, also das zu bearbeitende Element und dann das, was der Chef ist, also was die Bewegung definiert. In meinem Fall die Armature. So, irgendwas sieht hier schief aus. Ah, genau, ich habe falsch konstruiert. Ich habe nicht daran gedacht, dass die Dinger nach oben gehen. Das muss ich natürlich noch ändern. So, ich zeige aber erstmal das Prinzip. Also Objekt auswählen, dann das Skelett auswählen und dann rufe ich eine Funktion auf, die das Skelett zum Chef meines Körpers macht. Das ist das Parenting. Steuerung P bietet mir jetzt die Funktionen an, wie kann ich die Armature zum älteren Objekt meines Grundkörpers machen. So. Und ich wähle jetzt hier das Objekt mit Automatic Weights. Automatic Weights, das sind automatisch zugewiesene Regionen meines Körpers, die von den einzelnen Knochen individuell beeinflusst werden. Da muss ich mich nicht selbst drum kümmern. Das löst Blender dann nach Möglichkeit selber auf. So, ich mache es erstmal vor, danach korrigiere ich meinen Armature nochmal, dann könnt ihr dann parallel dazu nacharbeiten. Wenn ich jetzt mein Skelett auswähle und dann in den Pose-Mode schalte, das ist jetzt ein dritter Modus, den ich zu Object und Edit Mode noch zusätzlich zur Verfügung bekommen habe, kann ich jetzt einen Knochen separat wählen und in dem Moment, wo ich den Knochen bewege, bewegt sich jetzt mein Körper mit. Ich sehe jetzt auch, was ich hier noch machen muss. Ich muss die Augen auch noch an den Knochen binden, damit die auch mitgehen natürlich. So, bei den anderen wird es jetzt bei mir nicht gut funktionieren, weil die noch außerhalb des Körpers liegen. Obwohl, sieht ganz gut aus. Ist okay. Aber Vorführeffekt, ich habe jetzt nicht. Naja, hier muss ich noch ein bisschen nachbauen. So, das ist das Grundprinzip. Jetzt habe ich eine Skelettanimation. Kannst du kurz mal sagen, wie man das an das Objekt bindet, das Skelett? Ja. Also im Object Mode wähle ich zuerst das Kind aus und dann das Elternteil. Das können auch mehrere Kinder sein. Also vielleicht noch mal ganz kurz zur Visualisierung. Also das brauche ich auch öfter bei ganz normalen Objekten. Also wenn ich ein Objekt habe, was der Chef sein soll, dann wähle ich zuerst das Kind aus, dann das Elternteil, Steuerung P, Set Parent to Object. Ich mache das Ganze für das auch nochmal. Steuerung P, Set Parent to Object. Und wenn jetzt das Elternteil, in dem Fall hier der Großvater, irgendwo hingeht, dann kommen alle mit. Geht jetzt nur der Vater irgendwo hin, dann kommt nur das Kind mit. Und geht das Kind irgendwo hin, dann gucken alle zu. Aber letzten Endes drehen sich die Kinder ja immer um. Also bewegen sich immer irgendwie mit dem Fokus auf die Eltern. Und sobald sich die Eltern irgendwo anders hinbewegen, früher oder später kommen sie hinterher, meistens. So, und alles, was das Elternteil macht, rotieren, skalieren und verschieben, alles das machen dann die Kinder jeweils mit. Rotieren, skalieren, verschieben. Und genau das nutze ich auch bei der Bindung des Objektes, also meines Körpers. So, okay. Ich werde das jetzt nochmal machen. Erstens, weil ich es brauche. Zweitens nochmal zum Vorführen. Ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Ich lösche nochmal das Empty. Ich kann auch im Parenting wieder lösen. Nicht mit STRG-P, sondern mit ALT-P. Dann fragt er mich, Clear Parent und Keep Transformation. Also durch Parenting sind teilweise Veränderungen erfolgt in der Position, Skalierung oder Rotierung. Da kann ich das Ganze auch wieder lösen. So, ich setze nochmal meinen Cursor. Shift-A, Armature, Single Bone. Stelle dann die Funktion X-Ray ein, damit ich das Ganze besser sehen kann. Verschiebe es ein Stück weit nach unten und gehe in den Edit Mode. So, und von hier aus skaliere ich mir das Ganze nach oben. Nach oben. Okay. Shift E. Trage das Ganze aus. Gehe in die Draufsicht und korrigiere die Positionierung. Gehe wieder in die Frontansicht und gehe dann weiter.
Es ist auch gut bei solchen Konstruktionsarbeiten, dass man sich möglicherweise spätestens dann zwei Fenster einblendet. Zum Beispiel eins für die Frontansicht und eins für die Draufsicht. Dann kann ich parallel in beiden Fenstern arbeiten und kann dann jeweils in der entsprechenden Ansicht gut korrigieren oder beziehungsweise kontrollieren, ob das, was ich gerade tue, wirklich auch korrekt ist. Also man sollte mindestens in zwei Ansichten arbeiten, wenn man in 3D konstruiert, weil ich sehe ja immer nur aus einer flächigen Perspektive. So, ich sehe ja nie die dritte Dimension. So, jetzt mache ich das Ganze normal. Also ich gehe wieder in den Object Mode, binde den Körper an die Armature, Steuerung P für Parenting, in dem Fall mit Automatic Weights. Also hier weist Blender, ich zeige es gleich, hier weist Blender die Gewichtungen, also die Wichtigkeiten eines Knochens für bestimmte Geometriepunkte meines Körpers automatisch zu. So, jetzt markiere ich mir meine Armature, wechsle in den Pose Mode und das sehe ich daran, dass die Knochen auch blau markiert sind. Also wenn ich die anwähle, ich kann die einzeln anwählen, blau markieren, so. Und jetzt kommt meine Geometrie schon ganz passabel mit. Also wenn ich das Ganze hier bewege, kommt das mit. In dem Fall würde ich jetzt die Augen noch auswählen, als Kinder zum Schluss den einzelnen Knochen und jetzt P für Parenting. Und in dem Fall wähle ich aber Bone. So lege ich erstmal eine Skelettarmatur ganz banal. Wenn ich nochmal nacharbeiten muss, dann kann ich das im Blender schön machen. Also ich kann in einen sogenannten Weight Paint Mode schalten. Und hier sehe ich jetzt für jeden einzelnen Knochen den Einfluss. Also welcher Knochen hat auf welche Regionen meines Körpers welchen Einfluss. Rot ist maximal, blau ist null. So, und ich kann das, theoretisch muss ich das oft auch bei komplexeren Objekten, ich kann das auch nacharbeiten. Wenn ich mir jetzt das Toolshelf einblenden lasse, sind jetzt nicht mehr die Versetzungs- und Shading-Optionen dort zu sehen, sondern jetzt habe ich hier einen Malpinsel mit einem Radius, einer Stärke und möglicherweise auch einem Muster, einem Auftragungseffekt. Und mit dem kann ich jetzt in Pinselmanier die Farben und damit die Gewichtungen des Knochens auf meine Geometrie noch fein justieren. Also wenn jetzt hier irgendwas rausfallen sollte bei der Animation, merke ich, dass irgendein Punkt nicht mitkommt, der mitkommen sollte, dann korrigiere ich den Farbton hier einfach, indem ich die Gewichtung einstelle, die ich haben möchte. Also zum Beispiel, wenn ich möchte, dass mit diesem Knochen hier unten der untere Bereich voll mitkommt, dann stelle ich das Weight auf 1, also volle Kante, und dann markiere ich mir das hier unten. Seht ihr, wie das rot wird? So, macht natürlich jetzt nicht so viel Sinn. Jetzt kommt das komplett mit, also zieht, na okay, funktioniert ja. So, und so muss ich jetzt für jeden Knochen möglicherweise noch Feinanpassung machen. So, das werdet ihr sehen. Also wenn die Geometrie sich komisch verhält, wenn irgendwelche Punkte stehen bleiben, dann sind die einfach nicht mit in dem Einflussbereich drin, beziehungsweise werden nicht ausreichend davon mitgenommen. Das ist einfach, dann ist die Gewichtung halt zu gering. So, okay, was soll mein Pinguin jetzt machen? Also er soll nachher ein bisschen winken. So. Es gibt im Blender auch noch schöne Erleichterungen. Zum Beispiel kann ich sagen, ich möchte jetzt nicht jeden einzelnen Knochen animieren, sondern ich möchte, dass die Knochen das automatisch machen. Wenn ich den oberen versetze, mit G irgendwo hin verschiebe, dann sollen die anderen in Folge wie so eine Kette ein bisschen mitkommen. Das nennt sich Inverse Kinematik. Das ist dann schon ein bisschen fortgeschrittener. Also für einen ausgewählten Knochen kann ich... Hier, Inverse Kinematics. Dann kann ich das auch noch ein bisschen stimmiger machen, dass sich das wirklich zusammenhängt, wie so eine Marionettenpuppe verhält. So, das werde ich dann nachher nochmal nacharbeiten. Okay, meiner soll ja erstmal nur winken. Das Zurückstellen übrigens ist auch eine schöne Sache im Blender. Wenn ich rotiert, skaliert oder transformiert habe, dann kann ich auf die Originalposition zurückstellen, indem ich für R, G und S, also rotieren, verschieben und skalieren, einfach die Alt-Taste dazu drücke. Dann stellt Blender auf die Position zurück, die beim Einfügen vorhanden war. So, jetzt markiere ich mir den Knochen, rotiere ihn und füge mit I Rotation einen Keyframe, in dem Fall für die Rotation, ein. So, das werde ich natürlich meistens nicht mehr per Hand machen, sondern zusätzlich gibt es dann Helferlein wie diesen Inverse Kinematic Constraint, dass also die Auflösung der Bewegung auch rückwirkend auf die anderen Knochen noch mit übertragen wird, je nach Schrittweite, die ich dort eingegeben habe, zum Beispiel. Und der weitere Schritt wäre, dass ich mir diese einzelnen Animationen in eigene Aktionen verpacke
und dann letzten Endes nur noch die Aktionen animiere. Also gar nicht mehr an die Knochen selber rangehe, sondern einfach einen bestimmten Grundbestand an Bewegungen mir definiere und dann arbeite ich mit denen bausteinartig. So wie ein Marionettenspieler hat mir möglicherweise auch noch Stellvertreterobjekte gebaut, bei denen ich die Position verschiebe und damit verändert sich dann in meiner Figur was, also wie bei einem Marionettenspieler. So wird es dann eigentlich richtig gemacht. Aber die Grundlage ist genau das. Ich rotiere und verschiebe die Knochen und ich kann das banal auch schon mit einer Keyframe-Animation inszenieren. Das geht auch. Pinguin steht, Knochen ist eingefügt. Um die Animation möchte ich mich zum Schluss kümmern, auch die der Figur und natürlich auch der Kamera. Also meine Kamera sitzt hier oben und wartet, dass ich durch sie durch Bilder rendere oder möglicherweise, dass ich sie auch verschiebe, also über die Zeit hinweg animiere. Bevor ich meinen Pinguin in Szene setze, im Moment sieht er so aus, möchte ich mich aber nochmal um die Oberfläche kümmern. Ich möchte also die Oberfläche selbst gestalten. Dafür gibt es im Blender schöne Funktionen, unter anderem die Möglichkeit, ein Bild zuzuweisen. Eines, was ich schon habe oder eines, was ich selbst erstellen möchte. So, damit ich dieses Bild erstmal habe, erstelle ich es mir mal selbst. Ich öffne mir also einen zusätzlichen Fensterbereich und schalte hier in den UV Image Editor. Hier sehe ich jetzt mein Renderbild schon. Ich habe jetzt schon mal ausgerendert, was die Kamera sieht. Im Moment sieht es noch sehr duster aus. Ich brauche also noch anderes Licht auf jeden Fall. Und im Image Editor kann ich jetzt mit Image und New Image kann ich mir ein Bild generieren lassen. Standard-Füllfarbe ist hier zum Beispiel schwarz. Ich könnte jetzt hier auch eine andere Füllfarbe eingeben. Schwarz ist aber ganz okay. Pinguine sind schwarz. Ich werde nur den Latz ein bisschen weiß machen und den Schnabel gelb. Also schwarze Füllfarbe, Alpha-Wert soll verwendet werden, möglicherweise brauche ich den später. Und die Auflösung ist 1024x1024 Pixel im Quadrat. Ich klicke auf OK und jetzt hat Blender mir hier ein Bild angelegt. Das ist ein ganz normales Bitmap, das kann ich auch speichern. Image, Save as Image, sollte ich auch machen, das Texturbild zu speichern. So, und jetzt würde ich in mein Arbeitsverzeichnis, würde ich das Ganze jetzt speichern, zum Beispiel als Pinguin-Textur. Ich schreibe mal Pinguin-Textur 2. Also ich kann hier auf das Plus klicken, dann wird eine vorhandene Ziffer hochgezählt oder eben erstmal eine eingefügt. Das ist eine schöne Funktion im Blender und klicke dann auf Save Image. Ich kann das Ganze auch packen in Blender. Also falls ihr das gesehen habt, Pack Image. Alle Materialien, die irgendwie von außerhalb kommen können, zum Beispiel Texturbilder oder Töne, wenn ich einen Film schneide im Blender, die kann ich auch in die Datei einpacken. So, entweder separat oder mit der Hauptfunktion External Data Pack into Blend File. Dann sammelt er alles, was auf der Festplatte verstreut liegt, sammelt er in die Datei ein. Und wenn ich woanders wieder auspacken möchte, wenn ich an einem anderen Rechner arbeite, kann ich dann dort wieder sagen, Unpack into Files. Und dann fragt er mich, soll ich das geordnet nach Medien machen oder soll ich es in der Struktur machen, wie ich es eingepackt habe? Das merkt sich Blender also. Dann kann ich die Materialien dort wieder so entblättern und auspacken, wie ich es mal eingepackt habe. Wichtig, weil standardmäßig verlinkt Blender die Materialien nur. Die sind also wie ein Satzprogramm mit den einzufügenden Materialien. Die sind wirklich irgendwo abgelegt und Blender zeigt nur auf die, um sie dann von dort zu laden. Das Bild ist gespeichert und ich kann jetzt theoretisch in dem Bild malen. Um zu malen, gibt es hier unten diesen kleinen Pinsel in dem Header, wenn ich den aktiviere und möglicherweise mir noch die Eigenschaften einblenden lasse, dann sehe ich hier die Farben. Also kann jetzt hier Farben und Helligkeiten und Sättigung einstellen und kann jetzt direkt hier in mein Bild reinmalen. Das beeindruckt meinen Pinguin aber überhaupt noch nicht, weil im Moment ist mein Bild und der Pinguin vollkommen getrennt voneinander. Ich möchte das also am besten erst miteinander verbinden. So, das Bild ist angelegt, das Bild ist auch gespeichert, das würde ich immer empfehlen, Save Image. Jetzt möchte ich, dass Blender das Ganze verwendet. Dazu sage ich dem vorhandenen Material, was ich für den Körper schon angelegt habe, du sollst nicht nur eine Grundfarbe haben, sondern du sollst auch eine Textur tragen können. Also Texturen kann ich mir vorstellen, noch wie Oberflächeneigenschaften, die wie in Layern noch drüber sitzen, über den Grundeigenschaften des Materials. Also das Material ist sozusagen das Objekt und die Texturen sind der Edit Mode. So könnte ich mir das vorstellen. Ich kann also noch feingranuliert bestimmen, wie ist denn meine Oberfläche eigentlich beschaffen im Blender. So, abgesehen von Haaren und sowas, die ich noch hinzufügen kann, aber das ist ein anderes Thema. Ich lege mir also mit New eine neue Textur an. Standard ist hier so eine generierte Cloud-Textur. Hier gibt es unterschiedliche, auch mit unterschiedlichen Generierungsalgorithmen. Brauche ich nicht. Ich möchte die Funktion Image or Movie. So, und jetzt sage ich noch, welches Bild? Naja, ich möchte das Bild, was ich gerade gespeichert habe. Innerhalb von Blender heißt das allerdings noch Untitled.
Ich übernehme das einfach mal. Ich kann das Bild auch benennen, später Blender-Textur nochmal intern. Ich übernehme das Untitled. Jetzt sehe ich es hier schön. Wenn ich das Ganze jetzt rendere, dann sehe ich, irgendwie pappt das schon am Objekt dran. Aber natürlich noch irgendwie an der falschen Stelle. Ich möchte also noch bestimmen, wo kommt es denn eigentlich zu liegen, das Bild. Reicht also nicht, weil die Generierung, also das Mapping, ist im Moment auf Generated gestellt. Also es wird versucht, die Koordinaten irgendwie stimmig auf das Objekt abzubilden, was in meinem Fall natürlich daneben geht. Wo soll der Ansatzpunkt sein? Blender weiß ja nicht, was ich vorhabe. Also stelle ich auf eine andere Mapping-Art, nämlich UV. Also ein wichtiger Punkt. Die Zeit haben wir. Ich mache es nochmal. Also für das angelegte Material, wichtig, dass erstmal eins vorhanden ist, Material, gehe ich gleich rüber in das Texture-Panel und lege dort auch eine Textur an. Und die muss vom Typ Image oder Movie sein. Also der Name sagt schon, es könnte auch ein Film sein, der dort über die Zeit hin gezeigt wird. Image or Movie, da muss ich das Bild natürlich bestimmen, welches verwendet werden soll. In meinem Fall ist es das selbstgenerierte Bild. Und die Projektionsart ist UV. UV steht für zwei Koordinaten, die könnten auch X und Y heißen. Da X, Y, Z in der 3D-Welt aber schon mehr oder weniger semantisch belegt sind, hat man sich für UV entschieden, um von der Geometrie des 3D-Raumes unabhängig einen 2D-Raum zu konstruieren. Also die Koordinaten für einen 2D-Raum. Und das UV-Map, also die UV-Tabelle, ist nichts anderes als eine Übersetzungstabelle. Welcher Pixelwert kommt auf welcher Oberflächenkoordinate zu liegen. Ich kann mit so einem UV-Map also bestimmen, welche Regionen meines Bildes auf welchen Oberflächenpartien meines Körpers gezeigt werden beim Rendern. So, damit aber noch nicht fertig. Jetzt weiß Blender, dass es ein UV-Map verwenden soll, hat aber noch keins. Die Tabelle muss ich mir erstellen. Dafür gibt es die Funktion Unwrap. Mit U rufe ich die auf, allerdings im Edit-Mode. Ich muss also für meinen Körper in den Edit-Mode schalten, muss alle Flächen auswählen, die ich bearbeiten möchte, also die ich mit dem Bild versehen möchte. Und U für Unwrap. Oder ich finde das auch im Toolshelf. Hier gibt es das Unwrap auch irgendwo. Da ist es, Unwrap. Rufe ich jetzt die Abwickeln-Funktion auf. So, jetzt hat Blender alle Flächen, die hier verfügbar sind, nach irgendeinem geordneten Prinzip auf meinem Bild abgebildet. So, in dem Fall hat er alle übereinander gestapelt. Es wird also auf allen Flächen dasselbe zu sehen sein. Das ist noch nicht das, was ich will. Sieht so aus. Weiß nicht, wie die Krankheit heißt, aber ist auf jeden Fall was anderes. Nicht das, was ich will. So, ich gucke nochmal in das Unwrap. Jetzt gibt es hier Sphere Projection. Aha, ich komme von einer Kugel, also könnte Sphere Projection möglicherweise schon die Mathematik sein, die das Ganze trifft. Probiere ich mal. Aha, da kriege ich schon ein Gitter, das sieht schon irgendwie geordneter aus, sinnvoller, aber ist auch noch nicht wirklich das, was ich will. Also gerade, ich bin jetzt hier noch in dem Malmodus, den muss ich noch deaktivieren. Gerade hier die Flügel und Schnabel, die sind hier noch aufeinander gepappt. Also das ist ja 2D hier, hier ist nichts 3D, das heißt 2D. Die werden also dieselben Farben übernehmen, so, die auch die Flächen hier übernehmen. Ich kann mir das Ganze auch schön anzeigen lassen in dem Texture Mode, also in dem Texture View. Es gibt hier ein Texturierungs-Viewport-Shading, eine Ansicht in Texturierung. Und wenn ich jetzt hier mein UV-Map verändere, dann sieht man das auch schon sehr schön, was da passiert auf der Oberfläche. Ist also auch noch nicht das, was ich will. Ich muss ein bisschen Hilfestellung leisten. Und zwar in der Form, dass ich mein Objekt mit Schnittkanten versehe. So, als würde ich es aus 2D, aus einem Papiermodell zusammenfalten wollen. Ich überlege mir also, wo sind sinnvolle Schnittkanten, damit die Mathematik das schön entfalten kann, mit so wenig wie möglich Verzerrung. So, und die Schnittkanten wären für mich jetzt hier so um den Schnabel drum, hier so um die Flügel drum und natürlich eine Schnittkante noch, damit ich das Ganze auch aufrollen kann. Und möglicherweise noch der Deckel und der Boden und hinten noch eine Naht, damit auch der Körper so aufgeklappt werden kann. Diese Schnittkanten muss ich mir überlegen. Dann wähle ich sie mir wieder aus mit diesem Loop Selection oder Edge Loop. Und dann rufe ich die Funktion auf, Steuerung E. Mark Seam. Das sind die Edges Specials. Finde ich auch im Menü unter Mesh. Irgendwo gibt es hier bei Edges Mark Seam, da ist es. Also markiere mir das Ganze als Schnittkante. Wenn ich genau hinschaue, dann ist es jetzt auch schon etwas anders visualisiert. Am Beamer sieht man es nicht so gut. Dann sieht es so rot-weiß aus. Wenn es nicht aktiviert ist, sieht man es ein bisschen besser. Das hat Blender jetzt also schon vorgesehen als Schnittkante. Das hilft der Geometrie, sich ein bisschen besser zurechtzufinden.
So, ich mache mal eine bessere Ansicht, dass ich besser konstruieren kann. Das gleiche mache ich jetzt nochmal unten. Also, ich markiere mir einen Loop Cut, Steuerung E, Mark Seam. Dann hier hinten von oben bis nach unten. Jetzt möchte ich die Linie zusammen erwischen. W war es wieder, die Specials, Select Vertex Path. Dann nimmt er von bis Mark Seam. Ich mache es mal schnell. So, jetzt das wieder. Eins, zwei. Hier muss ich mit Hand machen, weil er sonst nicht weiß, wo er lang soll. Steuerung E, Mark Seam. Jetzt biete ich hier noch eine Schnittkante an, also von hier bis hier. Das muss er ja noch aufklappen können. Halt, jetzt bin ich ja falsch. Der ist falsch. Wenn es zu unübersichtlich ist, dann kann man auch in den Gittermodus schalten mit Z. Oder was bei mir möglicherweise noch zielführender ist, in der Ansicht des Modifiers kann ich sagen, vorübergehend den Modifier deaktivieren. So, jetzt kann ich besser gucken. Eins, zwei, drei. So, also ich stelle mir vor, wie müsste ich es aufschneiden mit einer Schere, damit ich das jetzt in eine Fläche bekomme. Mark 7. Das Ganze nochmal für den Schnabel. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Mark 7, dann soll er von innen noch unten aufschneiden. Mark 7 und möglicherweise das Ding hier auch aufklappen. Die Vorderseite. 1, 2, 3, 4, 5. Mark 7. 1, 2, dann ist aber gut. 3, 4. Mark 7, ich mache es mal einzeln. 1, 2, und dann die hier noch zum Hochklappen. Mark 7. Okay. Wenn ich jetzt genug Schnittkanten gesetzt habe, so dass ich, wenn die markiert wären, auch das Ding in eine Fläche selber aufschneiden könnte, dann mache ich die Funktion jetzt eben nochmal. Also ich markiere mir alle Punkte und sage dann U und jetzt reicht Unwrap. Und jetzt habe ich immer noch einen Fehler drin. Ich habe es befürchtet. Ich habe vergessen, die Aufschnittkante dazwischen zu definieren. Genau. Mark 7 und genau denselben Fehler habe ich hier drüben wahrscheinlich gemacht. Genau, also hier fehlt noch eine Schnittkante. Jetzt hat er versucht sozusagen das Volumen des Armes in so eine Fläche reinzudrücken. So, und das wird natürlich mit sehr viel Transformation versehen sein. Also es macht dann nicht viel Sinn, mit dem Pinsel drauf zu arbeiten, das möchte ich aber. Deswegen versuche ich es so aufzuklappen, dass es wirklich so wenig wie möglich Verzerrung dabei gibt. So, Steuerung E, Mark 7. Jetzt mache ich das Ganze nochmal. Alle Punkte auswählen, U, Unwrap und das sieht schon besser aus. So, jetzt habe ich hier alle Flächen. Das ist der Schnabel hier, das sind meine Arme, das ist der Boden, das ist der Deckel. Genau. Achso, und hier habe ich die Spitzen der Arme, habe ich wahrscheinlich vollkommen aufgeschnitten, habe ich alles markiert als Schnittkante. Naja, das hier, das ist die zuletzt ausgewählte Fläche. Also das ist das Last Selection, also irgendwie war hier, es wird immer eine Fläche als zuletzt markiert oder als die wichtigere angezeigt. Und hier kann ich jetzt drin arbeiten wie in 3D. Ich kann also die Konstruktionspunkte markieren mit der rechten Maustaste und kann die möglicherweise versetzen. Was passiert dann? Naja, dann verändert sich die Projektion meines Bildes auf der Oberfläche. Möglicherweise habe ich doch irgendwelche Bereiche, die doch sehr skaliert sind. Und da kann ich gegensteuern, indem ich dann die Punkte auf der Fläche versetze und damit die Skalierung verschiebe auf der Oberfläche. Wir können uns das ja gleich mal angucken. Das Objekt selber wird nicht verändert, nur die Zuordnung des Bildes auf das Objekt drauf. Das sehe ich im Texture Paint View. Ja, Texture View. So, jetzt möchte ich es nochmal ordentlich machen. Ich mache es erstmal groß. Blende mir mal den Pinsel ein. So. Mal erstmal das noch schwarz, was ich da übermalt habe. Nehme mal einen großen Radius. So. Radius wieder kleiner. Dann wähle ich mir das Gelb für den Schnabel. Wo ist der Schnabel? Da. So, und jetzt habe ich das Problem, jetzt kann ich nicht ordentlich arbeiten hier. Ich kann zwar den Radius kleiner nehmen, es wäre so schön, wenn die Flächen ein bisschen außerhalb wären. Genau dafür kann ich die auch noch versetzen. Also ich kann jetzt hier eine Fläche markieren. Schnell geht es mit L für Linked. Also alle, die mit einem Punkt, den ich hier berühre,
verbunden sind, L für linked und dann G für verschieben, wie im 3D. Ich kann die auch einzeln markieren oder möglicherweise auch mit dem Box Select, was ich aus der 3D-Konstruktion kenne. Oder für mich geht es am schnellsten mit L für linked. So stelle ich die alle etwas separat. L und G. So, dann gehe ich wieder in den Malmodus und male mein Schnabel gelb. So. Nee, da fehlt keine Ecke, das ist nur durch die ungünstige Beleuchtung so. Ich mache es gleich, werde die Lampe gleich nochmal ändern. Ich bleibe aber jetzt erstmal noch beim Malen. Ich mache es einfach mal erstmal aus dem Kopf. Dann will ich den Latz noch weiß machen. Der ist hier so ungefähr. So. Und damit lasse ich es erstmal bewenden. Wenn ich das Ganze jetzt rendere, dann sehe ich schon, aha, Schnabel hat funktioniert und beim Latz sehe ich auch schon ein bisschen, da ist schon weiß, ist noch nicht zu sehen, weil das Licht ist noch Mist. So. Darum müsste ich mich also jetzt als nächstes kümmern. So, ich gehe mal wieder raus aus dem Malmodus und schalte mal in die 3D-View. So, die Lampe mal ändern. Aber ich sehe schon die Lampe hier. Das ist erstmal so eine ganz banale Punktleuchte. Die sitzt ungünstigerweise sogar hinterm Pinguin. Also hier steht meine Kamera. Ich gucke durch die Kamera von rechts oben auf den Pinguin. Und die Lampe, die sitzt hinterm Pinguin. Das ist natürlich sehr ungünstig. Außerdem ist es nur eine Punktlampe. Das ist also so eine Funzel im Raum, wie so eine kleine Glühlampe. Mit G kann ich das Ding verschieben. Und bestenfalls kann ich gleich einen anderen Lampentyp draus machen. Die Lampentypen haben auch ihre eigene Einstellungsoptionsvielfalt hier drüben. Dazu muss ich auf diesen Lampenkontext schalten, auf das Lampenpanel. Und hier gibt es jetzt 5 verschiedene. Was ich hatte als Standard ist Point Light, Sunlight, das macht mir ein pauschales Licht. Das flutet meine ganze Szene und zwar in einer Richtung, egal wo die Lampe steht. Oder Spotlight, dann habe ich so ein Studio-Setting. Dann kann ich mir mit Hilfe von solchen Spotlights die Beleuchtung setzen, so wie ich sie gerne brauche. Die Leuchtweite sehe ich mit Hilfe so eines Kegels simuliert. Ich kann das Ganze auch hier einstellen, die Kegelform zum Beispiel oder die Weite, wie weit die Lampe reichen soll. So, so jetzt sitzt du schon etwas vor meinem Pinguin, müsste schon etwas besser beim Rendern aussehen. Render Image, immer noch sehr duster, aber ich sehe schon, der Latz ist hell. Und jetzt gehe ich mal eine Abkürzung. Ich möchte prinzipiell, dass die Atmosphäre auch hell ist. Also im Moment existiert für die Blender nur die Beleuchtung des Lampensettings. Die Atmosphäre an sich ist noch vollkommen außen vor. Für die Rendereinstellung, was die Welt betrifft, die Atmosphäre, gibt es auch wieder ein Einstellungspanel. Und hier kann ich zum Beispiel schon einen Haken setzen unter Ambient Occlusion, Umgebungslicht. Das ist also so Streulicht, was irgendwie so in der Atmosphäre vorhanden ist. Render Image. Dann sehe ich, dass mein Pinguin schon etwas aufgehellt ist. Dann würde ich möglicherweise erstmal noch den Hintergrund etwas anders tönen. Der ist im Moment auf Grau gestellt. Okay, das ist dieses Horizon Color. Und es gibt noch eine zweite Farbe, Zenith Color. Ich kann also überblenden lassen vom Horizont zum Zenith. Und das Ganze möglicherweise auch Südpol-Nordpol orientiert. Das ist dann dieses Real Sky. Mir reicht erstmal das Blend Sky. Also meine Horizontfarbe soll möglicherweise etwas heller sein. Meine Zenitfarbe soll dafür etwas getönter sein. Render Image. Na, ist ein bisschen heftig. So, okay, jetzt sehe ich erstmal ein bisschen Pinguin. Damit ist natürlich noch längst nicht Schluss. Ich muss später, wenn ich das wirklich ein bisschen anständiger machen will, mich sehr viel auch mit Lampen, Licht und Kamera beschäftigen, damit ich wirklich die Einstellung treffe, die ich im Kopf habe, die möglicherweise als Entwurf auch vorliegt. Das ist nochmal ein eigenes Setting. Okay, reicht mir aber erstmal. So, dann wäre erstmal das Grundsetting gesetzt. Körper ist eingerichtet, die Armature steckt drin
jetzt wäre der Zeitpunkt, dass ich mich um die Animation kümmere. Also wie kann ich jetzt Animationen einfügen? Naja, relativ mit einfachem Prinzip. Blender merkt sich zu einer bestimmten Zeit bestimmte Werte. Das können Positionen, Rotationen, Skalierungen sein, das können aber auch Farbtöne sein, das können irgendwelche Kurveneigenschaften sein. Alles, was mit einem Wert versehen ist, unter anderem auch Farben, das kann über die Zeit hinweg animiert werden. Meine Zeit ist im Moment hier unten zu sehen 250 Frames, also Start, Ende steht unter der Timeline, 250 Frames. Wenn ich also plane, eine Animation mit 24 oder 25 Einzelbildern pro Sekunde, also Filmanimation, dann wäre ich bei 10 Sekunden Film ungefähr. Wäre okay. So, jetzt müsste ich mir also für Positionen, die mir wichtig sind, die ich bewegen möchte, bestimmte Markpunkte setzen. Dazu öffne ich am besten auch wieder ein zweites Fenster und schaue mit 0 auf der Nummerntastatur durch die Kamera, damit ich immer schön im Blick habe, wo ich eigentlich mich gerade auch ansichtstechnisch befinde. So, und jetzt kann ich meine Kamera einrichten. Ich würde aber auch dafür eine Abkürzung gehen. Ihr erinnert euch, was wir mit den Augen gemacht haben. Wir haben ein Empty gesetzt und mit dem Empty kann ich die Augen steuern. Die gucken also immer dorthin, wo das Empty steht. Dasselbe kann ich mit der Kamera machen. Ich kann mir für die Kamera ein Empty setzen. Shift A für Add oder da oben dieses Add-Menü benutzen. Empty. Und ich binde jetzt die Kamera und das Empty mit Hilfe eines Track-to-Constraints zusammen. Das heißt, die Kamera schaut jetzt immer dahin, wo das Empty ist. Ich kann also sehr schön das Empty, ich muss es natürlich einzeln auswählen, das Empty versetzen und steuere mit dem Empty jetzt die Blickrichtung meiner Kamera. Dadurch wird das Handling der Kamera um einiges einfacher. Also ich kann den Fokuspunkt meiner Kamera mit Hilfe des Empties setzen. Also ich setze dann in zwei Schritten. Ich positioniere meine Kamera erstmal in der Grundgeometrie, also wie hoch soll sie stehen, von wo soll sie erstmal in der Gesamtdimension gucken. Und der Blickpunkt selbst, der wird dann definiert durch das Kamera-Empty. So, und ich mache es mir jetzt mal erstmal ganz einfach. Ich versuche die Kamera erstmal ein Stückchen rumfahren zu lassen über die Zeit hinweg. Also mit I für Insert Key und in dem Fall reicht mir Location, also Position merken. Merkt sich Blender zu der bestimmten Zeit die Position. Ich gehe mal den Anfang der Animation und wähle dieselbe Position. Das erlaubt mir also, bei selben Keyframes eine Endlosschleife zu machen, wo ich dann noch keine Unterbrechung sehe, wenn ich den Film in Wiederholschleife abspiele. Also ich gehe in der Zeit etwas vor, 20 Frames zum Beispiel, verändere die Position, I, Location. Gehe in der Zeit wieder vor, versetze die Kamera, I, Location. Das hier sind im Moment Frames, ich kann aber auch in Sekunden umschalten. Mit Steuerung T wechsle ich die Bezeichnung der Zeitleiste. Das wollte ich wissen. Das Steuerung T. Das kann ich machen. Die Zeit, wo stelle ich die ein? Ich bin in der Zeit weitergegangen, in der Timeline hier unten, entweder mit der Hand, indem ich mit dem Cursor einfach hier reinklicke, oder noch besser, indem ich hier unten den Wert beobachte und einstelle. Also ich stehe im Moment auf Position 85 und ich versuche immer in sauberen Keyframes zu arbeiten. Ich beginne also am Anfang, Shift und Cursor nach links ist der Sprung auf den Anfang und Shift und Cursor nach oben springt immer in Abständen von 10 Keyframes in der Timeline weiter, Shift nach unten geht in der Timeline jeweils 10 Frames rückwärts. Die Keyframes, die Schlüsselbilder, bedeutet einen Wert zu einer ganz bestimmten Zeit festzuschreiben. Und Blender interpoliert dann, das kann ich auch schön sehen in diesem Graph Editor, so, Blender interpoliert dann zwischen diesen Keyframes die einzelnen Zwischenwerte. So, das brauche ich dann nicht mehr einstellen. Ich habe einfach ein paar Standardpositionen zu Standardzeiten, am besten so 10, 20, 30, irgendetwas Sauberes und an denen sich dann am besten alles so orientiert. Also man sollte sich wirklich angewöhnen, Animationen auch zu bestimmten Schlüsselbildern festzusetzen und nicht 2 Frames hier, 5 Frames da. Dann habe ich nämlich ganz schnell einen riesen Tohuwabohu an Schlüsselstellen und wenn ich dann mal was umschieben möchte, da finde ich mich niemals mehr raus. Also saubere Schlüsselbildzeiten sind wirklich wichtig. So, ich gucke es mir schon mal an bis hierhin. Aha. So, und so kann ich mir jetzt eine Inszenierung einfallen lassen, wie ich mit Hilfe der Kameraposition, möglicherweise auch meines Kamerafokus, den ich eingefügt habe,
Ne, wo ist er? Im Zweifelsfall, wenn ich ein Objekt nicht mehr sehe, schaue ich in den Outliner. Und hier macht es auch Sinn, die Sachen zu benennen. Zum Beispiel meinen Kamerafokus. Und das ist mein Augenfokus, genau. Genau. Die sind aber alle gleichberechtigt von der Hierarchie her. Die stecken alle zusammen in meiner aktuellen Szene. Kannst du den Augenfokus mal mit groß schreiben? Mit einem großen A, dann landet das wahrscheinlich direkt unter. Das kann gut sein, ja. Dass es einfach alphabetisch ist. Ja, sehr, sehr wahrscheinlich. Ich habe mir angewöhnt, alles klein zu schreiben. Ja. Genau, das wird sein. Genau. So, und da, wo ein Plus noch davor eingeblendet ist, dann sehe ich noch zusätzliche Optionen. Zum Beispiel bei Objekten, die Konstruktionsgitter tragen, sehe ich dann dort drin die Konstruktionsgitter, möglicherweise angebundene Zwangsbedingungen und Modifier, möglicherweise auch angebundene Kindobjekte, je nachdem, wie meine Szene aufgebaut ist. So, und der Rest ist jetzt mehr oder weniger dann Fleißarbeit. Also ich muss jetzt eine Inszenierung finden, die meiner Vorstellung auch entspricht. Am besten ist es wie bei einem normalen Film oder bei einem Produktionsfilm, ich muss mir vorher ein Drehbuch schreiben. Also ich muss vorher am besten auch ein Storyboard machen, dass ich mir unabhängig von dem Programm, also ich finde immer, es ist wichtig, die Werkzeuge auch mal auszublenden. Nicht immer in Photoshop oder in GIMP oder in Blender zu denken, sondern wirklich das mal auszumachen und in Produktion zu denken. Also an das, was ich erreichen möchte mit dem Werkzeug. Also Storyboard, ich weiß, wie mein Pinguin zu sehen sein soll. Ich weiß, welche Dynamik möglicherweise in der Bewegung drin sein soll. Und das muss ich dann kleinteilig versuchen zu inszenieren. So. Das würde ich mir jetzt aus Zeitgründen sparen, weil das zieht sich erfahrungsgemäß relativ gut in die Länge. Der letzte Schritt wäre die Ausgabe jetzt der Animation noch in einen fertigen Film oder in Einzelbilder zum Beispiel. Die Ausgabeeinstellungen haben auch wieder ein eigenes Einstellungspanel. Das ist das mit dem Fotoapparat. Das ist der Render-Kontext, so hieß es früher jedenfalls, Render-Panel. So, und hier kann ich zum Beispiel auch ein Image rausrendern. Das ist das, was ich die ganze Zeit mit F12 benutzt habe oder Render Image hier oben. Auch das kann ich mit dem Button auslösen. Da wird nur ein Bild gemacht. Wenn ich aber auf Animation klicke, dann wird über die gesamte Zeit, die meine Animation eingestellt ist, bei mir sind es im Moment 40 Frames, werden alle Einzelbilder ausgerendert und zwar nacheinander und an die Stelle, die voreingestellt ist. Das sollte ich vorher tunlichst ändern, ansonsten landen alle bei mir in einem Temp-Verzeichnis im Root-Verzeichnis. Also das sollte ich angeben, welches Ausgabeverzeichnis möchte ich haben. Ich habe mir jetzt schon mal einen Ordner angelegt, der heißt Renderfilm oder Ausgabefilm, Export, wie auch immer. So, in diesem Ordner kann ich dann die Dateien anlegen, also Test, Film, gebe möglicherweise schon einen Namen vor. Und dorthin wird Blender jetzt die Animation ausrechnen, wenn ich auf Animation klicke. Standardmäßig ist auch eine Auflösung von 50% eingestellt. Einfach, weil ich während der Produktion nicht in High-End rendern möchte, sondern da geht es ja erstmal um die Inszenierung, das Licht, das kann ich schon gut beurteilen. Mit 50% oder weniger, umso mehr Zeit spare ich letzten Endes an Rechenzeit. Also wenn ich fertig bin, stelle ich mir die Auflösung ein, entsprechend der Auflösung, die ich gerne haben möchte. Oder nutze eines dieser Render-Presets, möglicherweise, wenn ich schon weiß, ich möchte HDTV mit 720 Pixeln senkrecht oder ich möchte TV PAL ganz alt 4:3 oder ansonsten stelle ich es mir eben selber ein. So, nehmen wir das hier. Im Moment steht er jetzt auf 100%. Wenn ich einen Trickfilm produziere, dann kann ich mir auch überlegen, na vielleicht sind 24 Bilder, also Kino oder 25 Einzelbilder, Fernsehen, zu viel. Das ist einfach Overkill. Es reicht, wie ich das bei Trickfilmen gewohnt bin, 15 Bilder oder was auch immer, dann stelle ich mit Custom, stelle ich mir meine eigene Framezahl ein. Also von 24 möglicherweise auf 15. So. Standard sind 24 oder wenn ich es für Bildschirm ausgeben möchte, stelle ich auf 25. Je nachdem, wo ich hin möchte. Wichtig ist noch das Ausgabeformat. Also der Platz, wo es hin soll. Und das Format. Standard steht hier PNG. Portable Network Graphics, er baut also Einzelbilder und packt die mir auch ins Ausgabeverzeichnis einzeln rein. Das ist produktionstechnisch die sichere Variante. Dann habe ich nämlich wirklich alle Bilder pur original in Einzelversion vorliegen. Später wäre ich ja in einem Schnittprogramm oder im Blender selber, in dem Blender-eigenen Videoschnitt-Editor, werde ich die Sachen ja zusammenbauen und wenn ich sie extern als Einzelbilder reinhole, ist es für das Ausrendern letzten Endes weniger rechenaufwendig, weniger fehleranfällig.
So, ich kann aber in einem Rutsch das Ganze auch nicht in Einzelbilder, sondern in Film ausrechnen. Also hier sehe ich zum Beispiel H264 als Codec, kann dann den Container möglicherweise noch angeben. AVI ist hier voreingestellt, MPEG-4 möglicherweise, je nachdem, was ich als Ziel habe. So, und wenn ich das alles getan habe, meine Szene halbwegs ordentlich ist, dann klicke ich auf Animation und kann Blender beim Ausrechnen zuschauen. Frame 4, Frame 5 und so weiter. Ich sehe auch den Fortschritt jedes Einzelbildes hier. Kann mit Escape das Ganze auch abbrechen, wenn ich möchte. Da ich jetzt Film eingestellt habe, gießt das letzten Endes nicht in Einzelbilder, sondern verrechnet es gleich in einen kompletten Film. Beim Ausgeben von Einzelbildern ist aber auch noch wichtig, wenn ich jetzt ein Renderbild brauche für eine Illustration zum Beispiel, dann brauche ich oft auch transparenten Hintergrund. Da möchte ich nur mein 3D-Objekt sehen. Da müsste ich hier in den Einstellungen von RGB auf RGBA stellen. Da muss ich also den Alpha-Kanal mit aktivieren. Das rechnet er noch eine kleine Weile. Und wenn das alles halbwegs funktioniert hat, dann sollte ich in meinem Ausgabeordner dann den fertigen Film finden. Ich schaue mal schnell. 5 Frames noch, geht überschaubar. Im Moment ist die Szene auch noch nicht voll. Also wenn dann richtig Licht gesetzt ist und richtig Objekte drin sind und richtig Constraints und Modifier noch zum Zuge kommen, dann kann ich locker Kaffee trinken gehen. Oder ich verteile meine Rechenarbeit an verschiedene Rechner. Auch das unterstützt Blender. Also ich kann dann im Netzwerk rechnen lassen und rendern lassen. Das ist ja letzten Endes das, was dann auch extremer Aufwand noch ist. Und wenn ich dann fertig bin, da muss man aber Cut machen heute, dann kann ich mit Blender auch noch die Post-Production machen. Also ich kann im Blender nicht nur mit den einfachen Bildbearbeitungen arbeiten, die ich jetzt hier in dem Bildeditor hatte, sondern Blender bietet auch eine Oberfläche, ein Fenstertyp. Das ist der Node-Editor. Und der Node-Editor bietet mir Material, Texturen, Bilder. So. Der Node-Editor bietet mir in Synthesizer-Manier die Möglichkeit, nicht-lineare Bildnachbearbeitung und Bildverrechnung zu machen. Also ich kann dort Filter einfügen, kann dort auch Chroma Key machen und andere Sachen, die ich aus der Post-Production kenne. Auch das könnte ich theoretisch dann mit Blender machen, unabhängig von den Grundmaterialien, die zur Verfügung stehen. Und vorher natürlich den Filmschnitt, ich hatte es kurz gezeigt. Auch für Filmschnitt gibt es im Blender das Video-Editing. Das ist einfach eine Ansicht, die mir schon vorbereitet ist. Die kann ich nutzen, ich kann mir auch meine eigene einrichten. In dem Video-Editor kann ich dann meine Szene reinladen, kann möglicherweise vorhandene Bilder oder Filme reinladen, kann Ton hinzufügen und kann das Ganze genauso dann ausgeben, wie ich das jetzt mit meiner simplen Einzelanimation gemacht habe. Dafür gibt es dann hier dieses Post-Processing. Und dort ist es wichtig, wenn ich den Video-Editor benutze, dass Sequencer angeschaltet ist. Das ist der Video-Editor. So, jetzt bin ich dem Filmer schuldig. Ich hoffe, er ist vorhanden. Mal gucken, wo habe ich ihn hingepackt? Blender, Render, Film, Testfilm. Da ist er. Genau. Ach, das ist der, den ich vorbereitet hatte. Der winkt noch, das habe ich leider nicht mit vorführen können. Ist aber letzten Endes genau dieselbe Geschichte. Also ich bewege die Bones, die Knochen und speichere in der Zeit die Rotation der einzelnen Knochen. Und wenn ich Inverse Kinematik mache, dann speichere ich die Position. Also über die Zeit hinweg wird gespeichert, wo sich welcher Wert befindet, also welcher Wert sich dort an der Stelle abbildet. Mein Plan war, euch ein bisschen anzufixen, also zu zeigen, was erstmal grundlegend geht mit dem Programm. Das ist der Anfang, da ist noch lange nicht Schluss. Blender ist wirklich ein hervorragendes Werkzeug, natürlich vor allem, wenn ich es mit 3D zu tun habe. Ich benutze es in der Praxis oft, um zum Beispiel Simulationen zu erstellen. Also wenn ich mal so einen Auftrag habe, wenn jemand mal vorab sehen möchte, wie sieht denn meine Leuchtreklame am Gebäude aus? Oder vor einiger Zeit hatte ich den Fall, da wollte jemand eine Animation von Hebebühnen auf seiner Internetseite haben und hat mich beauftragt, die in 3D erstmal zu bauen, Modell, und die Animationen dann auf der Seite unterzubringen als Sektionsbilder, um dort wieder drauf zu klicken. Und das haben wir dann als einfache GIF-Animationen gemacht, mit Blender letzten Endes. Also Blender ist ein wichtiger Teil einer Open-Source-Workflow-Installation im Designbereich. Auf jeden Fall. Und nicht nur dort. Okay, dann erstmal vielen Dank.